rauskommen, auf der rechten Seite, mit jedem Flaggenständer auf. Zum einen haben wir unser Weihnachtsvarieté. Das ist vor allem die, die finden, wow, das ist ja lässig, was da hinten mit den Kindern machen. Uns nimmt es mal Wunder, was da passiert, wenn die selber auf der Bühne stehen. Da haben wir den ganzen Dezember ein Weihnachtsvarieté in Kombination mit einem frisch zubereiteten Viergangmenü, das wir präsentieren. Oder Nachmittagsvorstellungen zwischen Weihnachten und Neujahr, speziell für Familien und Kinder. Wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig, wenn wir Kinder von der Zirkuslager im Varieté begrüßen und würden uns natürlich entsprechend freuen, wenn ihr uns dort besucht. Dann der zweite Flyer, Zirkusferien 2020. Jetzt sehen wir schon, die ersten denken, ja super, ist noch nicht einmal das Lager fertig, schon wird er uns wieder das 2020 verkaufen. Nein, um das geht es nicht. Sondern es geht darum, dass es wichtig ist, dass die Kinder, die in einer Lage gewesen sind, wenn sie möchten, wieder kommen können. Und aktuell ist es so, dass die Buchungen für das nächste Jahr unglaublich durch die Decke gehen. Also die Hälfte der Plätze der nächsten Sommer sind gebucht und das erste Lager ist bereits ausgebucht. Das heisst, nehmt so einen Flyer mit, wenn es euch ein Kind super gut gefallen hat und sagt, ich will wiederkommen, dann meldet es gleich an, weil etwas vom Dürfte, im Büro ist jedes Jahr eine Mami oder ein Papi am Telefon, haben das Kind und anmelden. Wir müssen sagen, Entschuldigung, es ist schon voll. Und die Mami sagt, ja, ich habe es dem Kind schon versprochen und habe es schon gesagt, und uns sind dann wirklich die Hände gebunden. Wir können dann nicht mehr machen, wenn es voll ist. Darum, bitte, nehmt doch so einen Flyer mit, wenn es Kind wieder möchte kommen und verpasst euch nicht, die Anmeldung genug früher wieder vorzunehmen. Ja, jetzt denken wir nicht mehr an nächstes Jahr, sondern kommen wir zurück zu der heutigen Vorstellung. Da wird bereits wieder aufgehoben, wir haben die Gleichgewichtsdisziplin von uns. Und zwar dürfen wir jetzt eine Nummer von Eiligerinnen und Eiliger grüßen. Ich wünsche weiterhin viel Spaß. Thank you.
Eltern da bei den Artisten. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen im Namen zu der Plano Musikschule. Es ist für mich weiss, auch wir haben ein Lager gemacht, wir haben ein Musiklager gemacht. Und die Kinder sind immer am Tag da oben im Zirkus. Und wir haben wirklich Bettschwanden belagert. Und so etwas ist nur möglich, wenn ganz viele Leute unterstützen. Und zum Beispiel im Pfarrhaus hat es ausgesehen, wo unsere 42 Kinder sind, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Herr Pfarrer Schneider, herzlichen Dank, dass wir hier das Pfarrhaus dürfen belagern dürfen. Wir haben am Dienstag auch ganz fest aufrufen. Ganz vielen Dank. Verschiedene Orte probt, im Keller vom Pfarrhaus, in der Kirche, in der Werkstatt vom Muck. Und ich möchte an dieser Stelle, an diesen Musikerinnen finden, also wirklich, die sind unglaublich, die haben so viel Stil. Sie müssen sich vorstellen, sie haben die Musik am Montag irgendwo, wir haben am Montag die Musik geteilt und jeder Ton ist extra komponiert worden für diese Zirkusshow. Die sind wirklich unglaublich. Als Musikschulleiter brauchen Sie da auch das Team und ich möchte Sie ganz kurz fest vorstellen. Die Verantwortliche für Blockflöte und für Querflöte ist Silvia Bühn. Für Gitarre Alfred Böhm. Ruth Mühling, zuständig für alle Celli. Dann zuständig für alle Geigen, Marianne Schönbächler. Zuständig für Saxophon und Trompete durch Stefan Mechler. Und alle unsere Perkussionisten ist zuständig für Michael Juhl. Und wie schon gesagt, ein Musiklehrer hat sozusagen die ganze Sommerferien geopfert und hat geschrieben, wir haben am Sonntagabend noch bis in die Nacht in den Noten kopiert. Und der Herr Simone Menozzi hat die ganze Musik geschrieben. Simone Menozzi! Für unsere Musiklager-Team war es natürlich wahnsinnig speziell, weil wir sind dann da waren, wir dürfen mit den Artisten zusammen essen und haben auch einen wunderbaren Grillabend verbringen, wo wir wirklich 100 Kinder zusammen waren. Und ich möchte mich zum ganzen Team, vom Muck und bei allen Leiterinnen und Leitern, bei der Küche, wirklich bei allen, die sind so wunderbare Gastgeber. Herzlichen Dank und ich glaube, da kann ich dir gerade übergeben für dein Team auch. Ich möchte mich dem Dank anschliessen in Richtung von dem ganzen Team in diesen blauen T-Shirts. Das sind auch die, die all die Kinder trainiert haben, die ganze Woche Arbeit auf sich gemacht haben und wunderbare Arbeit geleistet. Danke viel mal euch allen, es war wirklich top mit euch. Ja, vielen herzlichen Dank. Dass ihr uns unsere Kinder für eine ganze Woche anvertraut habt, zum Teil zum x-ten Mal, seit Jahren, immer wieder, danke viel mal für das Vertrauen. Ganz herzlichen Dank geht auch an die Klinko Foundation, die mithilft, dass unsere Kinder- und Jugendprojekte durchgeführt werden können, sowie ganze Haufen andere Stiftungen und Firmen, die uns da immer tatkräftig mit unterstützen. Auch das ist ganz wichtig, dass wir überhaupt unsere Kinder- und Jugendarbeit so können durchführen. Das hat einen Wochen gehabt.
Einen Dank geht an den Herrn, der vorher einen ganzen Haufen Danke verteilt hat. Vicky, halt, es war wunderbar, mit dir zusammen das diese Woche aufzugleisen, dich diese Woche mit der ganzen Musikschule da zu haben. Er hat hier einen ganzen Haufen Aufwand gehabt, einen Haufen gute Vibes mit dir gegeben. Ein riesen Applaus für den Jürg Vicky. Danke. Dann kommen wir zu der letzten Nummer, die wir euch heute präsentieren dürfen. Ganz wie, ja, man kann schon sagen, traditionell, schliessen wir mit unserer Pyramide am Acker, wo alle Artistinnen und Artisten miteinander zeigen. Wir brechen ein bisschen den Stil jetzt von heute Nachmittag. Da kommt nämlich jetzt die Musik ab Band, auch da traditionell die, die wir schon aus den letzten Jahren kennen. Haben wir doch noch einmal vorgegraben und ein paar Töne hören wir dann aber zum Glück ganz zum Schluss noch einmal von unseren Live-Musikerinnen und Live-Musikern. Jetzt heißen wir zum letzten Mal willkommen hier in der Manege unsere jungen Artistinnen und Artisten.
Vielen Dank. Danke für das Publikum. Wir sind ein grandioses Publikum für ein grandioses Orchester und eine grandiose Artistengruppe. Danke viel, dass ihr so zahlreich erschienen seid. So macht das Spass zum Spielen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt habe ich noch zwei, drei Informationen. Das eine, in die einen ahnen schon ein bisschen, was kommt und könnt kaum darauf warten. Es ist ja so, dass ihr jetzt ganz lange zuschauen dürft, wie das all die Kinder da Zirkus gemacht haben. Und die eine oder andere hat es vielleicht gejuckt und gedacht, ah, ich würde vielleicht auch gerne. Und ich habe jetzt Chancen über. Zwar ist es so, dass wir gestern Abend mit den Kindern die ganze Bestuhlung aufgebaut haben. Die haben das super gemacht und wir haben ihnen versprochen, dass